Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich, dass ich nach unserem russischen Gast heute hier sprechen darf, weil er in dieser Situation auf etwas hingewiesen hat, was in der deutschen Diskussion ja völlig verloren geht. Es geht hier nicht mehr um den Kampf irgendwelcher Systeme gegeneinander. Das müssen wir uns immer wieder klarmachen, wenn wir uns die Diskussionen insbesondere hier in Deutschland vor Augen halten. Es geht darum, dass sowohl in Russland als auch in der westlichen Welt gekämpft wird um etwas ganz, ganz anderes, um die Erhaltung oder Wiedereinführung der Demokratie. Denn Oligarchenwirtschaft gibt es hier und dort. Das muss allen klar sein, die zu diesem Thema überhaupt etwas sagen. Und deshalb ist es so erstaunlich mit anzusehen, wie wir Parallelen feststellen können zu der Situation, in der Karl Liebknecht damals zu kämpfen hatte. Die Parallele besteht darin, dass seine Warnung davor, die eigentlichen Kriegsgründe doch zu sehen und sie nicht völlig wegzureden, dass diese Warnung heute wiederum angebracht ist. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen, das handelte vom Ersten Weltkrieg und da war die Überschrift Schlafwandler. Ein englischer Historiker hat diese Überschrift gegeben. Und zunächst haben sich die deutschen Historiker dagegen gewehrt, diese Überschrift überhaupt zu akzeptieren. Aber ich würde sagen, der Begriff ist gar nicht so schlecht. Wenn man der heutigen Debatte zusieht, dann glaubt man, dass überall Schlafwandler am Werke sind. Und die wichtigste Schlafwandlerin sitzt im Kanzleramt hier in Berlin in der Bundesrepublik Deutschland. Mit Schlafwandler meine ich all diejenigen, die nicht sehen wollen, was die eigentlichen Ursachen dieser Auseinandersetzungen sind. Und die eigentlichen Ursachen dieser Auseinandersetzungen sind dieselben, wie diejenigen, gegen die damals Karl Liebknecht angekämpft hat. Die Ursache ist nach wie vor die, dass, wie es ein konservativer Sozialphilosoph einmal formuliert hat, Außenpolitik nichts anderes ist als der Kampf um Rohstoffe und Absatzmärkte. Und wer den Leuten etwas anderes einredet, es ging um Freiheit, Demokratie oder Menschenrechte oder Frauenrechte, das ist ein Lügner. Wir müssen endlich erkennen, dass die Außenpolitik ein einziges Gebäude von Lügen ist. Und wir müssen diese Lügen durchbrechen, liebe Freundinnen und Freunde. Der Kampf um Rohstoffe und Absatzmärkte ist die Ursache für die Brandherde in dieser Welt. Alles andere ist wirklich gelogen. Und bei der Ukraine geht es natürlich auch um Rohstoffe und Absatzmärkte, insbesondere um Gaslieferungen. Und es ist doch überhaupt kein Zufall, dass 49% jetzt der Gasleitungen in der Ukraine bereits in der Hand von US-Firmen sind oder von europäischen Firmen sind. Und die ganze Auseinandersetzung ging nicht in irgendeiner Form um demokratische Ordnung in der Ukraine. Es ist ja wirklich eine Schande, dass die eigentlichen Verlierer diejenigen sind, die auf dem Maidan gegen die Oligarchenwirtschaft aufgestanden sind. Sie haben gekämpft und sind jetzt wiederum verraten worden. Denn ein Oligarchensystem ist durch das andere System ersetzt worden. Aber das wollen wir doch nicht. Wir wollen wirklich Freiheit und Demokratie. Und das heißt Kampf jeder Oligarchenwirtschaft in Ost und in West, um das einmal in Klarheit immer wieder zu sagen. Ich habe vorhin gesagt, die wichtigste Schlafwandlerin oder die größte Schlafwandlerin ist zurzeit im Kanzleramt. Das hat sich gezeigt auf dem letzten Gipfel in Australien. Dort hat sie doch tatsächlich, und Sarah hat bereits im Bundestag darauf hingewiesen, erklärt, sie hätte sich niemals vorstellen können, dass 25 Jahre nach dem Fall der Mauer es wieder ein Denken in Einflusssphären gibt und dass das Völkerrecht wieder gebrochen wird. Man muss sich das einmal vorstellen, jemand, der das sagt, ist nicht im Irrenhaus, sondern er sitzt im Kanzleramt, so als habe er überhaupt nichts von der Welt mitbekommen. Es ist unglaublich, was uns derzeit geboten wird. Tobt auf der ganzen Welt ein Kampf um Einflusssphären. Da erklären insbesondere die Schöpfer der amerikanischen Außenpolitik, ob das Brzezinski sind oder Kissinger, uns täglich, dass die Vereinigten Staaten im Grunde genommen kämpfen um ihre Einflusssphären. Kann man überall nachlesen, dass die NATO-Osterweiterung nichts anderes war als ein Kampf um Einflusssphären. Da stehen mittlerweile in den USA Gott sei Dank Leute auf und sagen, dass die ganzen Kriege der USA in der letzten Zeit auch unter Inkaufnahme des Bruchs des Völkerrechts
durchgeführt worden sind. Und da sitzt eine Frau im Kanzleramt und erzählt, sie hätte sich niemals vorstellen können, dass es wieder ein Denken in Einflusssphären gibt und eben ein Bruch des Völkerrechts. Wo leben wir eigentlich? Wir müssen aufstehen gegen diese Volksverdummung, die mittlerweile stattfindet in Deutschland. Das ist unglaublich. Wir haben ja ein schlichtes Konzept angeboten, das im Grunde genommen die Themen etwas zusammenfasst, um die wir diskutieren. Wir haben im Grundsatzprogramm der Partei Die Linke geschrieben, wir wollen die NATO ersetzen durch ein kollektives Sicherheitssystem unter Beteiligung Russlands. Und ich rufe hier noch einmal in Erinnerung, dass dieses Angebot, ein kollektives Vertragssystem der gegenseitigen Sicherheit zu schaffen, bestätigt worden ist oder gefordert worden ist damals von Gorbatschow. Ja, selbst von Jelzin ist es gefordert worden. Auch Putin hat sich diesem Gedanken angeschlossen. Aber wer kann sich damit nicht abfinden? Diejenigen, die nicht bereit sind, im Kampf um Rohstoffe und Absatzmärkte dem anderen das Feld zu überlassen. Sie wollen überhaupt kein Arrangement hier an der Grenze des ehemaligen, sagen wir, Ost-West-Konfliktes. Sie wollen weiterhin destabilisieren und weiterhin die Interessen ihrer Konzerne durchsetzen. Um nichts anderes geht es, liebe Freundinnen und Freunde. Wer das nicht begreift, versteht die jetzige Situation nicht. Und es ist ja interessant, weil von der Sozialdemokratischen Partei die Rede war, dass die ältere Generation das mittlerweile zumindest artikuliert. Und ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich heute hier Helmut Schmidt als Kronzeugen anführen muss. Ich muss Helmut Schmidt als Kronzeugen anführen, wenn er sagt, die NATO ist degeneriert zu nichts anderem als zu einer Organisation, die amerikanische Interessen in der ganzen Welt durchsetzt. Und er sagt daher... Und er sagt daher, daher ist ein einziges zu tun. Die Bundesrepublik Deutschland muss aus der militärischen Infrastruktur der NATO ausscheiden, damit sie nicht in jeden US-Krieg verwickelt wird. Und es ist an der Zeit, dass das im Deutschen Bundestag begriffen wird und dass auch einige in der Partei Die Linke es mal begreifen, dass die NATO schlicht und einfach ein Instrument der US-Interessenpolitik ist. Und damit es überhaupt keinen Zweifel gibt, ich bin ja dafür, dass wir das Unrecht früherer Jahre beklagen. Ich bin auch dafür, dass wir feststellen, dass es früher in der DDR Unrecht gegeben hat. Wer wollte das bestreiten? Nur ich kann nicht verstehen, dass man so intensiv über das Unrecht früherer Jahre diskutiert und das himmelschreiende Unrecht der heutigen Zeit nicht diskutieren will. Diese abgrundtiefe Verlogenheit symbolisiert sich in einem Bild. Wenn die Frau des US-Präsidenten hier in Berlin ist, dann geht sie an der Berliner Mauer und legt einen Blumenstrauß nieder. Und das deutsche Volk ist ergriffen und insbesondere die Bild-Zeitung heult Krokodilstränen. Ja, zunächst würde man ja sagen, ja Gott, ja, diese Frau gedenkt dieser Toten. Aber ich muss doch sagen, wenn diese Frau der Millionen Toten der US-Kriege gedenken würde, dann müsste sie über die ganze Welt fliegen und überall Rosen abwerfen. Dann wäre ein Hauch von Wahrhaftigkeit in dieser Welt. Unrechtsstaat, ja was ist denn das, dass völkerrechtswidrig von diesem Lande aus Drohnenkrieg geführt wird, der Drohnenkrieg der Vereinigten Staaten von Amerika, wo Tausende ermordet werden, darunter viele unschuldige Menschen. Das ist Unrecht, himmelschreiendes Unrecht. Und wenn wir über Unrecht diskutieren, dann müssen wir hier beginnen und nicht in die Vergangenheit unsere Blicke wenden. Und deshalb ist also festzuhalten an diesem Konzept, im ersten Schritt ein gegenseitiges System von Sicherheit zu schaffen, unter Einbeziehung natürlich Russland. Ja, die alten Männer, die wir früher bekämpft haben, noch älter als ich, die sagen jetzt, wir können in Europa keinen Frieden gegen Russland ohne Russland haben. Und es ist an der Zeit, dass die Schlafwandlerin im Kanzleramt das endlich begreift. Es gibt in Europa keinen Frieden ohne Russland und gegen Russland.
Und ihr könnt es ja an der Sprache ermessen. In den 80er Jahren, in den Jahren davor, als die Entspannungspolitik dominierte, da gab es Wörter wie Gewaltverzicht. Die gab es in jeder Rede. Da gab es Wörter wie gemeinsame Sicherheit. Die gab es in jeder Rede. Man hatte erkannt, dass man nicht Sicherheit gegeneinander finden kann, sondern nur zusammenfinden kann. Da gab es das ständige Wort von Abrüstung. Da gab es das Wort von der guten Nachbarschaft und so weiter und so weiter. Und heute hören wir nur noch von Sanktionen, von Putin-Verstehern, dass Putin der eigentliche Aggressor ist. Es ist eine Sprache zurückgekehrt, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass die Aufklärung wieder zurückgedreht wird, dass alle Erfolge der Entspannungspolitik entsorgt werden sollen. Wir müssen wieder anknüpfen an eine Außenpolitik, die wirklich auf den Frieden setzt und die den anderen verstehen will. Wir müssen wieder Russland-Versteher werden in Deutschland. Dann können wir auch einen Beitrag leisten zum Frieden in Europa und zum Frieden in der Welt. Die Militarisierung des Denkens hat wirklich enorm zugenommen. Das ist erschreckend. Ich habe vor 2-3 Tagen einen Aufsatz gelesen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in dem ein Autor gesagt hat, wir müssen jetzt die Verfassung ändern in Deutschland. Denn wenn wir abhängig sind davon, dass Russland oder China etwa im Sicherheitsrat zustimmen, wenn wir Militäreinsätze machen ohne die Zustimmung von Russland und China, dann wäre das völkerrechtswidrig. Also sagt dann dieser Autor einmal, wir müssen also das Völkerrecht abschaffen. Das ist praktisch die gemeinsame Position mit einigen Denkfabriken in den Vereinigten Staaten von Amerika. Auch Kissinger plädiert für diesen Ansatz, auch bei der grünen Heinrich-Böll-Stiftung gibt es bereits solche Papiere, dass man ja sich nicht abhängig machen kann von Russland oder von China. Und weil in unserer Verfassung steht, die Bundeswehr sei eben zur Verteidigung da, müssen wir das auch abschaffen, denn das würde sich ja mit all den Interventionskriegen nicht vereinbaren lassen. So weit ist die Militarisierung des Denkens bereits fortgeschritten und das setzt sich dann fort über die Reden von Gauck oder von der Leyen und teilweise hat auch Steinmeier so geredet. Umso wichtiger ist es, dass die Linke nicht auf dieses Geschwätz hereinfällt und endlich als die Partei aufsteht, die sagt, wir wollen eine andere Außenpolitik. Und da gibt es dann das Hauptargument immer wieder, das ist so abgrundtief verlogen. Das Hauptargument ist, wir dürfen doch nicht tatenlos zusehen, wie Menschen den Tod finden durch kriegerische Auseinandersetzungen. Ja, mein Gott, welch ein Abgrund an Heuchelei. Wer nicht will, dass Menschen abgeschlachtet werden, der soll aufhören, Waffen in alle Welt zu liefern. Das muss man endlich der Pfarrerstochter im Kanzleramt beibringen und dem Pastor, der Bundespräsident ist. Das ist doch unglaublich, was da eigentlich passiert. Und dann ist es doch einfach immer wieder zu beobachten, dass diese ganze Humanität nur erwacht, wenn man Soldaten schicken kann, wenn man Waffen liefern kann, wenn man Kriege führen kann. Ich sage noch einmal, mit viel, viel weniger Geld könnten wir unendlich viel mehr Menschenleben retten, ohne einen einzigen Menschen zu töten, als mit dem Geld, das für die Kriege ausgegeben worden ist. Wo bleibt die Rationalität der Außenpolitik? Wo bleibt die Rationalität der Politik überhaupt? Und um es für die ganz Uneinsichtigen so zu formulieren, dass sie es vielleicht begreifen. Es ist doch wirklich besser, 1000 Menschenleben zu retten, ohne einen einzigen töten zu müssen, als 1000 Menschenleben zu retten, wo man leider dann 200, 300, 400 Menschenleben als Kollateralschäden in Kauf nehmen muss. Warum begreift das die deutsche Diskussion nicht, dass das doch die Antwort unseres Landes sein muss im Hinblick auf unsere Vergangenheit, dass wir nicht mehr Leben bedrohen durch Kriege, sondern dass wir Vorbild sein wollen, wenn es darum geht, Menschenleben zu retten, indem wir Hunger und Krankheit in der Welt bekämpfen, dann haben wir wahrlich genug zu tun.
Der Sozialdemokrat Carlo Schmitt glaubte 1945, als das Grundgesetz beraten wurde, die Deutschen hätten wenigstens einen Sieg errungen. Den Sieg gegen den Militarismus. Und wenn wir heute das Gerede hören und das Geschreibsel hören, dann müssen wir feststellen, dass diese Erkenntnis leider durch die Zeit völlig überholt ist. Wir haben wirklich eine ständig zunehmende Militarisierung des Denkens. Und man sieht es ja eben auch im Alltag. Sarah hat davon gesprochen, es ist jetzt kein Geld da, um Hungernde zu ernähren. Aber sie reden gleichzeitig über die Aufrüstung der NATO, um eine Speerspitze zu schaffen. Die NATO gibt insgesamt 1.000 Milliarden aus für ihr Militär. Größte Teil natürlich die Vereinigten Staaten von Amerika, die ja mächtig bedroht sind. Und Russland gibt 88 Milliarden aus nach internationaler Statistik. Wir sind ungeheuer bedroht von Russland. Die NATO muss weiter aufrüsten. Dieser Schwachsinn findet sich fast in allen deutschen Gazetten, in allen Rundfunkanstalten und überall. Wir müssen kämpfen um die Vernunft. Wir haben das Internet, das noch nicht, Gott sei Dank, noch nicht so kontrolliert ist, noch nicht so manipuliert ist. Wir müssen kämpfen, wo es überall geht, um der Vernunft endlich zum Durchbruch zu verhelfen. Und dann gibt es ja diesen wunderbaren Satz der Gauks und aller anderen, wir dürfen nicht abseits stehen. Das muss man sich alles auf der Zunge zergehen lassen. Und da schreiben dann auch Journalistinnen und Journalisten, wir dürfen nicht, raushalten geht nicht. Ich bin der Sohn, endlich leid. In all den vergangenen Jahrhunderten gab es immer solche Typen, die nicht abseits stehen wollten, aber sie sind selbst nie hingegangen. Sie haben immer andere hingeschickt. Sie haben immer andere hingeschickt, die dann sterben sollten für ihre verrückten Ideen. Und deswegen würde ich gerne als friedenserhaltende Maßnahme ein Bataillon schaffen für Journalisten und ein Bataillon schaffen für Politiker. Und das müsste als erstes eingesetzt werden, wenn irgendwo Interventionskriege durchzuführen werden. Er würde sehen, wie schnell dann das Ganze aufhören würde. Das Heidelberger Institut für Konfliktforschung hat festgestellt, dass 2013 220 bewaffnete Konflikte in aller Welt sind. Ich sage das nur auf die interne Diskussion, die wir geführt haben. Bei 220 bewaffneten Konflikten, wie kann man auf die Idee kommen, man könne die mit Waffenlieferungen bekämpfen? Und wie kann man auf die Idee kommen, man könne dort überall Interventionskriege führen? Und dabei ist es ja so, wie vor 100 Jahren, als dieser bewundernswerte Mann gesagt hat, was ihr hier erzählt, das stimmt ja alles nicht. Es geht nicht darum, den russischen Zarismus oder so zu bekämpfen. Es geht um Rohstoffe und Absatzmärkte. Das, was wir eben um Imperialismus nennen. Um dies und um nichts anderes ging es vor 100 Jahren. Und heute ist genau dasselbe die Ursache der Auseinandersetzung, die wir derzeit haben. Ich fasse zusammen, es ist so, dass wir derzeit als Linke in einer ganz schwierigen Situation sind. Denn der Zeitgeist hat sich immer mehr zum Negativen verändert und unser russischer Gast hat ja auch davon gesprochen. Und mittlerweile ist es auch so, dass wir eben eine Oligarchenwirtschaft in Russland haben, dass wir sie haben in Osteuropa und dass wir im westlichen Teil der Welt natürlich eine Oligarchenwirtschaft haben, die sich dann freie Marktwirtschaft nennt oder wie auch immer. Aber es ist ja so, wenn es darum geht, die Weltfragen anzugehen, hat man ja den Eindruck, dass die Regierenden gar nicht mehr in der Lage sind, das durchzusetzen, was sie angeblich durchsetzen wollen. Das wirft ja die Frage auf, worum geht es überhaupt bei den ganzen Auseinandersetzungen? Und ich bleibe immer bei einem Satz. Es geht darum, dass wir wirklich einmal versuchen, eine Demokratie zu erreichen und knüpfen ganz bewusst an unseren russischen Gast dabei an. Demokratie heißt, Gesellschaftsordnung zu schaffen, in der sich die Interessen der Mehrheit des Volkes durchsetzen können. Eine solche Gesellschaftsordnung haben wir nicht. Und wenn die Mehrheit des Volkes entscheiden würde, das hat der alte Kant schon gewusst,
Wenn die Mehrheit des Volkes entscheiden würde, dann würden sie ihre Kinder nicht in den Krieg schicken. Dann würden sie ihre Männer nicht in den Krieg schicken. Heute auch ihre Frauen nicht in den Krieg schicken. Und deshalb brauchen wir die Durchsetzung der Demokratie, damit eine Idee, die wir nach dem Krieg hatten, auch umgesetzt werden kann in der deutschen Außenpolitik. Von deutschem Boden soll niemals wieder Krieg ausgehen.